herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomo Dots hier live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaub's nicht, ey. Im letzten Part ist am Anfang, also im letzten Animal Crossing Part, den ich heute am Samstag hochgeladen habe, ist diese schöne Lampe hier runtergefallen. Diese Lampe hier. Und jetzt, wo ich den Tomo Dots Live Part aufnehme, fliegt mein Headset erstmal runter, samt Halterung. Also das ist ja hier. Heute muss ich erst aufpassen, was ich mache, weil ich konnte mir noch teuer sustain kommen, glaube ich. Na supi. However, wir fangen an. So, dass ihr da seid. Und zwar fangen wir. Gehen wir erstmal die Probleme durch, die uns im Mies haben. Dann fügen wir ein neues Mie hinzu. Denn ich habe mir jetzt entschlossen, ab jetzt in jedem Part ein neues Mie hinzuzufügen. Und wir haben eins, fügen wir jetzt auch mal heute dazu, was ein bisschen länger gesteckt wurde. Und morgen dann das nächste, also dass wir quasi schauen, dass wenn es Mies gibt, mehrere gibt, dass wir halt nur eins pro Part machen. Und dann kann es sein, dass im Teil erst im nächsten, übernächsten Part drankommen. Dass wir einfach nicht so viele Mies haben, die dann einen Tag zugesendet werden oder so, weil das wäre blöd. Sagen wir aber mal, was es hier in unserem Haus zu tun gibt. Und das ist einiges. Hau doch gleich mal beim Distorktor an. Ganz links. Wie kann man dir helfen? Ah, hallo erstmal. Hallo. Was geht? Ich habe mich mit Elima gestritten. Ich bin so wütend. Ich habe mich mit Gamma gestritten und bin so wütend. Ja, vertrag du es doch, Leute. Ich will lieber erstmal mich zu beruhigen. Ja gut, dann beruhig dich. Ich brauchst doch noch ein Gesicht. Hier, ich gebe dir, wie ruht man einen am besten? Auch hier gilt, mit einer Spieluhr beruhigt man einen. Darf ich mir das gleich mal anhören? Aus meiner Geschichte erzählt, die Spieluhren sind nämlich erst beruhigend. Die kenne ich noch von meiner Oma, das kommt immer. Alter, meine Haare gerade. Noch wieder richtig von der Arsch hier. Das ist das, wenn es warm ist und man im See ist und es war heute am See, danach sehen die Haare einfach so aus. Das ist schrecklich. Seh dich verdammte Mal so. Das ist erst nicht feierlich. Ich glaube, es ist erst. Alter, meine Haare mag es halt, du hast mir vor, es nach dem See bei den nächsten Aufnahmen mache. Deshalb kommt der Tomo Dots Live Part heute auch erst so spät. Aber wirklich, diese Uhren von dem ist echt beruhigend. Die kann ich wirklich sehen, empfehlen. Wenn ihr irgendwas Stress habt oder so, holt euch also Uhren, die sind beruhigend. Genug aber davon. Habt ihr selbst gehört, eine Melodie. Da wird man ganz ruhig, oder? Ja, wird man ruhig, das ist auch eine schlechte Sache. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen. Ja, und jetzt einfach vertragen. Ich bin mir sicher, das bekommt ihr hin. Aber wenn der Gamer wütend ist, dann will man auch nicht in seiner Nähe sein. Weil das könnte ganz schön, ganz schön kritisch enden. Ganz schön kritisch. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Das reißt zu einer Entschuldigung. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Wenn das so einfach wäre, es zu entschuldigen, ganz ehrlich. Viele Sachen wurden komplett anders laufen bei uns in der Welt. Wenn das wirklich so einfach wäre. Aber leider ist es das ja nicht, ne? So wie sich die Facecam jetzt eigentlich hier sind, wieder wartet mal gesehen. Das passt mir nämlich nicht. Jetzt hat. So gehört das. Das hier der Arm ist auf der. Hier auf der Seite und das ist besser und ich sollte das nicht mit dem Zeigefinger machen, weil das dann so aussieht und ich würde euch nie in den Zeigefinger zeigen, lieber Kumpel. Nie im Leben würde ich sowas machen, ist doch klar. So, das Siebe-Puzzle habe ich erhalten. Yay, danke für das Siebe-Puzzle. Nehme ich doch gerne an. So, Gesundheitskröte, wie kann man dir helfen? Hast du dich mit einer Grippe angefangen oder wie? Guten Abend. Ach ey, das ist nicht mehr fair. Mich nervt dieses Kind gerade so. Tut es immer auf die andere Seite, der sieht zu raus und fällt auch nicht weiter auf. So, was willst du? Einfach mal lustig, du machst immer, es geht. David ist so hübsch und echt sportlich. Oh. Er ist ein echter Kavalier, aber er kann auch richtig wild werden. Ich sag dir was über mich hier. Manche Ehemänner wollen ja immer nur versorgt werden, meine aber nicht. Er macht Hausarbeit, kümmert sich um den Garten. Ja, seht ihr mal, was ich alles mache hier, ne? Und die erzählt ganz viel Positives über mich, das ist ja feierlich hier. Gesabbel, blablabla. Ist er
ideale Ehemann? Ja, das ist er. So viel Lob vertrage ich nicht. Ach, das musste ich mal loswerden. Ja. Sieh ich doch so mal glücklich mit mir. Siehst du, Kröte? Wie verkehrt hast du dich gemacht? So. Wunderbar. Sagen wir mal, was Miss Hell möchte. Und dann sind, das habe ich erst recht, und da ist das Look auch vorbei, ne? Wir kennen das schon. Danke. Jetzt siehst du, gegen Rolls habe ich es einfach fair gesagt. Easy going. Ein Tiramisu wäre jetzt echt lecker. Ein was willst du? Ein Tiramisu, oder ein wie? Tiramisu. Tiramisu. Wäre jetzt echt lecker. Ist ein französisches Essen, allerdings ein Nachtisch. Den müssen wir erst kaufen, denn wir haben kein Nachtisch mehr hier. Und auch hier ist. Das ist doch ein Nachtisch, damit es alles täuscht, ne? Gibt's nur Grapefruit. Nee. Gibt's nicht, kommen wir nicht mit. Komm, sorry, Missel. I'm sorry, tut mir leid. Nächstes Mal. Eventuell. So, jetzt fügen wir ein neues Mii hinzu. Mal schauen, was ein eigenes war. Aber. Irgendwo. War das auf dem Handy? Irgendwo wurde mir ein Mii-Code hingesendet. Also, ich habe mehrere bekommen. Ich muss aber zum Teil auch schauen, dass ich die erstmal wieder neu tue. Aber einen hatte es hier, wenn wir Nachrichten von Tasten bekommen. Und den vergessen uns nämlich komplett. Und der hat ihn auch in vor Wochen eingesickt. Hab ihn jetzt gesehen, weil er dann irgendwie, also immer irgendwie über Apple Message oder so versickt hat. Wann war denn das? Wo war das besser gesagt? Meinst du, ich würde das jetzt noch finden? Ja, hab natürlich gefunden. Aber das ist ein normaler Mii-Code, oder wie? Okay, das heißt, da muss man, wie gesagt, bei normalen Mies mache ich die Einstellung Standard. Weil alles andere, ne. Aber ja, probieren wir es mal. Das machen wir hier eine kleine Roomtour. Ihr seht, es hat dazu hat immer noch nicht viel geändert. Die Spiele liegen immer noch dort auf dem Tisch. Hier liegt jetzt immer noch das Nintendo Labo Set, was es bald aufbauen muss. Nur neu ist, dass mir hier Super Mario über meine Schulters haut und hier ist mein List. Und hier oben sind meine Bildschirme. Aber neu ist, dass mir eben der Mario jetzt auch über die Schulters haut. Das ist neu. Aber eigentlich waren wir eher auf die Suche nach dem schönen QR-Code gehen. Den ist jetzt hier erstmal richtig. Oh, ist schon gefunden, wurde der Ami. Seht ihr, ging doch alles ganz leicht. Uwe ist das sehen. Ja, Uwe will ich natürlich registrieren. Das nenne ich Sustin als Vorname. Und Nachname ist Uwe. Also heißt der Sustin Uwe. Ist das nicht toll? Der heißt. Ja, ist nicht, aber stimmt so. Du bist noch ein Kind. Ja, keine Ahnung. Ich bin Justin Uwe. Ich weiß nicht. Mein Geburtstag ist der 18. August. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Ich bin Justin Uwe. Ich bin Justin Uwe. Ja. Alle nennen mich nur Uwe. Ja, die passt doch. Mein Geburtstag ist der, die haben nicht die komplette Standard. So, er handelt eher langsam. Ne, keine Ahnung. Mach es Mittel. Es frisst Mittel. Ich mach einfach alles so mehr oder weniger Mittel. Weil ich kenne dich ja nicht wirklich. Deshalb habe ich ja gesagt, bei mir Charakteren, wo es nur den Mii-Code bekommen, mache es alles mittel aus, als schreibt mir irgendwas dazu. Und das wurde in dem Fall jetzt. Deshalb, eben so geschrieben. Also, beziehungsweise habe ich das so eingestellt. Aber ich denke mal, das ist doch in Ordnung. Es gibt Mii-Nachrichten. So, was haben wir jetzt denn da los hier? Die Bevölkerung von Damakan hat 10 erreicht. 10 Millionen. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fand in der Lobby des Inselhotels eine lebhafte Party statt.
Der Inselbewohner Liron sagte mit einem Lächeln im Gesicht. So langsam fühlt man sich auf dieser Insel weniger einsam. Das ist doch schön. Danke fürs Zuschauen. Na wunderbar. Noch eine Einmeldung hier. Was geht denn jetzt ab? Fotostudio. Im Fotostudio kannst du natürlich auch Paar- oder Gruppenfotos machen lassen. Außerdem kannst du dort alle Inselbewohner für ein Gruppenfoto zusammenkommen lassen. Dann machen wir gleich ein schönes Gruppenfoto. Nimm deine besten Freunde, Freundinnen und deine Familie und bring sie alle mit ins Studio. Alle aufgenommenen Fotos werden auf der SD-Karte gespeichert. Natürlich kannst du dir die Fotos direkt im Studio anschauen, aber an einem PC geht es auch, wenn du einen hast. Danke fürs Zuschauen. Ja, PC, ja, aber sonst konntest du. Und noch eine Einladung hier, ey. Jetzt geht's hier ab. Eieiei, was ist denn hier los? Eine Einladung nach der anderen. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Beliebtheitsrang angekündigt. Die Bewohner von Gamakuch pflegen alle möglichen sozialen Kontakte, aber wer ist am beliebtesten? Als alle losstürmten, um diese Frage ja, ist ja klar, wer am beliebtesten ist, ja, natürlich der Gamer-Kotzacker David. Wissen wir doch alle. Oder? Ja, wissen wir alle. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. So, kommt eine andere Nachricht. Einmal alle, es geht hier noch weit. Ey, das ist ja jetzt immer wie die Durst sagen bei mir in der Schule. Erzähl mir mal, wird auf dem Aussichtsturm stattfinden. Okay. Bei Erzähl mir mal, können alle möglichen Fragen an die Bewohner gerichtet werden. Falls ihr eine Frage habt, stellt sie bei einer dieser Versammlungen und findet so die Wahrheit heraus. Danke fürs Zuschauen. Okay, das heißt, erzähl mir was, machen wir auch. War das jetzt alles? Ich glaube. Gut. Dann fangen wir doch mal direkt an und schauen, was. Jetzt machen wir hier so eine Fotofunktion. Machen ein schönes Gruppenfoto. Haben wir in dem Part sind gleich mehr zu tun. Und zwar Foto aufnehmen. Und zwar alle Einwohner. Bin ich mal gespannt. Oh, ich hab leider nur einfach. Machen wir. Weiß ich, blöd. Und mal guck mal einfach blau. Man kann Ausdruck ändern oder wie machen wir alle Lesseln? Lesseln! Machen wir mal hier einen erschreckenden Eindruck. Ameisen scheiße! Und eins machen wir noch. Einen schönen, zufriedenen Eindruck. See, smile! Wunderbar. Haben wir noch, glaube ich, ein paar schöne Fotos gemacht. Die wir uns auch mal ansehen werden. Ach, kann man alle Fotos sehen, oder wie? Nur tun wir das Live-Fotos. Nur tun wir das Live-Fotos, aber auch interessant. Also Weihnachten, lol. Auch das hier ist ja interessant. However, here we are. Und das ist unser schönes Gruppenfoto. Echt doch schön. Ja? So. Das ist doch sehr schön geworden. Ich bin zufrieden mit allen Fotos, die wir aufgenommen haben. So, ja, dieses war eigentlich auf dem Aussichtsturm. Das machen wir im nächsten Part erst. Ich denke mal, es wird auch noch gehen. Wir werden das noch hier ein bisschen Money einsammeln von allen Leuten. Wie immer. Und dann werde ich den Part hier auch wieder so beenden, weil ich gleich noch weg muss. Also ist gerade viel los. Ist gerade der Tag gerade, vor allem, weil ich heute Abend einen Haufen Zeugs voraufnehmen werde. Wie immer, wenn wir Geld ansammeln, eure Mies können dazukommen. Es muss noch was hauen. Ich glaube, für ein paar habe ich noch den Code.
das Haus, das die Tage auch hinzufüge. Und ihr könnt euch auch jederzeit, wenn ihr wollt, eben hinzufügen. Ich sag, dies ist eine ganz nette und lustige Sache. So, jetzt haben wir, wie viel Geld hier zusammengekommen ist. 87 Euro, das ist doch super. Sind wir doch zufrieden mit. Und zwar das Lust doch gesetzt auf die Beliebtheitsskala. Weil jetzt haben wir, wer beliebtester ist. Gut ist das alles, wenn wir die testen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin auf Platz 2, Cookie auf Platz 3, Gemma auf Platz 4, Kay auf Platz 5. Ah, Sophie, du bist ja leider nicht wirklich beliebt auf Platz 6. Leran auf Platz 7, Spongy auf Platz 8, Michelle auf Platz 8 und Uwe auch. Okay, also 3 auf Platz 8. Aber ihr im Teil seid ihr noch nicht so lange drin, weil Uwe. Heißt, ihr müsst euch ein bisschen anstrengen hier. Aber Glückwunsch an Cookie, hier, Kröte und Mist. Dass wir auf den ersten 3 Plätzen sind und sehr beliebt sind. Gut zu wissen. Na, jetzt wissen wir, wer der beliebteste ist. Das ist doch auch gut. Ja, ne? Das war's, wie gesagt, mit dem Part von Tom und Dazzy Live. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.